Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde in einem neuen Projekt. Mal sehen, wie euch das gefällt. Ihr seht, hier ist so ein riesiger, fetter Berg und hier sind irgendwie schon zwei Steine runtergefallen. Hier sieht es jetzt noch ein wenig seltsam aus, überall Sand und Erde. Und das ist nämlich die neue Idee meines Projektes, die ich habe, weil ich ja gesagt hatte in dem einen Video, ich will mal was anderes bringen, Minispiele und vielleicht ein Singleplayer-Projekt, damit ich auch spielen kann, wenn ich keine Internetverbindung habe, was bei mir immer mal vorkommt. Ihr fragt euch, was ist das? Und bevor ihr jetzt wieder abschaltet, weil es nichts mit Skybounce zu tun hat, dieses Projekt wird ein Community-Projekt werden. Ja, jetzt wird es schon interessanter. Und zwar wird dieses Projekt ein Adventure-Map-Bau mit so riesigen Mega-Builds dazu. Ihr seht, hier ist so ein riesiger, fetter Krater. Das ist auch das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber das hat schon jede Menge Zeit in Anspruch genommen. Hier dieser Meteor, der ist so da durchgeflogen. Dieser Berg hier ist auch noch nicht fertig, aber der Meteor ist hier so durchgeflogen, hat so einen riesigen Krater in die Landschaft gerissen. Und hier ist mal alles verwüstet, da sind zwei kleine Teile abgesplittert. Einer hat nochmal einen großen Krater gezogen. Der ist auch ein bisschen größer. Eigentlich könnte ich noch was machen, dass die Teile hier fehlen. /br03. So, ein Teil fehlt da. Sieht das gut aus? Nee. So. Okay, lassen wir lieber so. Ja, das fragt euch, wo ist da jetzt der Community-Teil dran? Du hast hier einen riesigen Krater gebaut. Und das soll noch eine Adventure-Map werden. Ich habe vor, dass ich hier in dieser Map erst die komplette Map gestalte. So nach dem Motto, oder mit der Story, dass ein Meteor eingeschlagen ist und aufgrund von diversen Naturkatastrophen und Treibhauseffekt sich das Klima auf der Erde so verändert hat, dass hier keine Menschen mehr leben können. Aber die Forscher haben, bevor der Meteor eingeschlagen ist, tief im Erdinneren eine Kammer gebaut. Und in dieser Kammer wurden 100 Menschen, oder keine Ahnung, vielleicht auch mehr, in solchen komischen Kisten eingefroren, sodass die dann 100 Jahre lang geschlafen haben. Müssen auch nicht 100 sein, kann auch was anderes sein, da bin ich für Vorschläge offen. Und nacheinander, beziehungsweise die sind dann alle erwacht und jetzt müssen die nacheinander diese Welt hier erkunden und gucken, was passiert ist. Und eines Tages ist hier du, beziehungsweise bist du als Charakter der Map auf einmal, beziehungsweise bis los aufgebrochen und auf einmal kam ein Erdbeben und der Eingang wurde zugeschüttet und du weißt nicht, ob die anderen jetzt noch am Leben sind. Du gehst davon aus, dass du der letzte Überlebende bist, musst jetzt diese Welt erforschen und findest da halt so ein paar merkwürdige Sachen. Ich habe vor, so zum Beispiel ein Labor zu bauen, wo dann mehrere Sachen sind, die du brauchst, um die Erde neu aufzubauen. Da ist zum Beispiel Setzlinge von allen Pflanzen, ein Stack oder sowas drinne. Oder Spawn-Eggs von allen möglichen Tieren. Und ich möchte es halt so bauen, dass du als dein Charakter in der Map versuchen musst, die Erde wieder aufzubauen. Und da habe ich halt so ein paar Katastrophensachen vorbereitet. Ich werde hier auch sehr viel mit Command-Blöcken arbeiten. Und das Besondere ist, dass am Ende jeder Folge, sofern es da die Möglichkeit gibt, abgestimmt wird oder ihr weiter bestimmt, was als nächstes passiert. Das heißt, ich schlage zum Beispiel vor, okay, als nächstes könnte jetzt ein Tsunami kommen und die ganzen Wälder, die er bis jetzt gepflanzt hat, abroden. Dann könnte ein Vulkanausbruch entstehen oder es kommt zu einem Eissturm, keine Ahnung, irgend sowas. Dann stimmt ihr ab und generell Vorschläge in den Kommentaren werde ich mir aktiv durchlesen. Na gut, mache ich immer. Aber wenn zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich total blöd, aber ich habe hier eine gute Idee, dann wird das höchstwahrscheinlich umgesetzt. Das heißt, hier in dieser Map bestimmt ihr, was als nächstes passiert. Im ersten Teil habe ich jetzt noch nicht so eine Entscheidung, weil ich hier generell erstmal die Map bauen muss. Hier, das wird jetzt ein Hauptteil
In der Mitte bzw. unteren rechten Rand der Map, wie gesagt, die wird riesig. Ich habe hier die World Border auf 800x800 gesetzt. Dieser Map-Bereich soll auch vollkommen bebaut werden bzw. zerstört werden. Und ja, ich werde jetzt erstmal hier dieses Gebirge komplett drumherum ziehen. Ich kann ja mal kurz Render Distance ein bisschen weitermachen. Mal sehen, ob das lagfrei geht. Hoffentlich. Ah, jetzt regnet's. Toggle Downfall. So. Dass ich diesen Gebirgsring hier erstmal drumherum ziehe, das ist ja momentan Sand. Und dann hier unten, wie ihr gleich sehen könnt, wenn die Welt geladen hat. Ich glaube, ich mache die Render Distance wieder zurück auf 16. Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Slash TP. Ah, doch, da bin ich. Gut. So, hier ist jetzt momentan die Karte. Ihr seht, das hier ist ein Teil des Kraters, beziehungsweise das hier ist der Krater. Man sieht hier schön so eine Caldera drumrum. Hier gehen jetzt die ersten Berge hoch und hier drumrum, das ist in einem riesigen Gebirge eingeringt. Dieses Gebirge muss ich jetzt erstmal bauen. Und ich werde dann, ich denke mal, eins, naja, gut, zwei bis viermal die Woche so eine Folge rausbringen. Skybones wird währenddessen auch noch kommen, aber da Skybones eh nicht täglich kam, weil ich das einfach nicht geschafft habe oder nicht die Lust hatte, jeden Tag eine Folge aufzunehmen, wird das auf meine Skybones-Folgen keinen Einfluss nehmen. Also, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Wenn ja, gebt mal einen Daumen nach oben, da schreibt eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.